Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts anderes als das in den Menschenkopf umgesetzte. Wohin? In den Menschenkopf. Und dort umgewandelte Materielle. Stellen Sie sich den Vorgang vor, ich will verstehen, wie ein mittelalterlicher Hammer funktioniert. Dann schlage ich mir den in den Kopf, rühre dort richtig rum, setze ihn dort um und dann habe ich aus diesem materiellen Ideelles gemacht. Grausamer kann Erkenntnis nicht sein. Tarkowski wird diesen Satz also in dieser falschen Übersetzung gelesen haben. Er ist Russe. Ich vermute es jedenfalls. Wir ahnen also, welche Probleme einem russisch denkenden Gehirn entstanden sein müssen, wenn es sich mit dieser Frage des Verhältnisses von Materiellem und Ideellem beschäftigt. Wir haben schon allein bei der Beschäftigung mit dem Ideellen größte Probleme. Gehen wir den nächsten Schritt. Bringen wir das Materielle ins Spiel. Vielleicht kommen wir dann weiter. Wenn wir das Materielle ins Spiel bringen wollen, müssen wir unsere Versuchsanordnung ändern. Dann heißt es, wir müssten diese beiden ideellen Komponenten ersetzen, zunächst einmal durch reine Materie. Nehmen wir an, dieses rote Blatt sei die Materie, sei das Sein. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Sein die ganze Welt ist, alles, was wir sehen, was wir kennen, dann sind wir, die Menschen, Bestandteil dieses Seins. Und wir Menschen glauben, Bewusstsein zu haben. Nehmen wir unsere Farbe für Bewusstsein. Nehmen wir also diese rote Scheibe und sagen, dieser Teil des Seins, dieser Teil des Materiellen, soll Bewusstsein, soll bewusstes Sein sein, soll Ideelles sein. Dann bedeutet das, das Materielle, das Sein ist das Ganze und das Bewusstsein ist ein Teil dieses Ganzen. Wir haben die seltsame Eigenschaft, dass jetzt das Bewusstsein auch Sein ist, nämlich bewusstes Sein. Wir haben es jetzt geschafft, mit dieser simplen Anordnung die Gegensätzlichkeit von Bewusstsein zu demonstrieren. Es ist bewusstes Sein, es ist Ideelles und Materielles zugleich. Jetzt ist das weitere Problem. Wenn wir uns auf den Weg machen, das Denken, das Ideelle, das Bewusstsein zu erforschen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1, wir würden dieses Bewusstsein aus seiner Umgebung herausreißen, würden es dieser Umgebung gegenüberstellen. Unsere Versuchsanordnung sähe dann folgendermaßen aus. Wir würden das Materielle jetzt ohne Bewusstsein darstellen. Es hätte sozusagen ein Loch. Und dann wäre hier das Bewusstsein, der Teil dieses Seins. Sie sehen, wir haben eine Anordnung jetzt gefunden, die so ähnlich war wie die, wo alles aus orangefarbenen Blättern bestand, wo wir aus dem Ideellen Ideelles herausgerissen hatten. Jetzt aber haben wir aus dem Materiellen materiell existierendes Bewusstsein herausgenommen und stellen es dem Materiellen gegenüber. Aber Sie sehen, diese Art der Gegenüberstellung, die auch von Lenin praktiziert worden ist und deren Darstellung Tarkowski sicherlich gelesen hat, hat einen großen Mangel. Denn in diesem Sein ist das erforschende Bewusstsein gar nicht mehr enthalten. Das bedeutet, wir müssen uns an den Satz von Marx halten. Wir müssten sagen, das Ideelle ist materiell. Also tun wir es wieder zurück. Und müssten zu seiner Erforschung nun dieses Ideelle, müssten dieses Bewusstsein doppeln. Und nun stelle ich dieses Bewusstsein dem gesamten Materiellen gegenüber. So, jetzt haben wir eine Anordnung gefunden, die allen Bedürfnissen entspricht. Wir haben hier das Sein.
dessen Bestandteil das Bewusstsein ist. Wir Menschen sind die Träger dieses Bewusstseins. Jedenfalls glauben wir es, dass wir es haben. Und dann haben wir diesem ganzen Sein das Bewusstsein als separates Teil, als separaten Bestandteil gegenübergestellt. Jetzt sind wir bei der Grundfrage der Philosophie angekommen. Denn die Philosophen streiten sich seit Jahrhunderten, was war denn eher da? Das Bewusstsein oder die Materie? Das Bewusstsein oder das Sein? Und es gibt zwei große philosophische Strömungen. Das ist der Idealismus, der sagt, zuerst war die Idee und dann war die Materie. Und es gibt die philosophischen Materialisten, die sagen, nee, erst war Materie und die Materie hat Bewusstsein als ihren Teil generiert. Ich schließe mich dieser Auffassung an. Das heißt, ich betrachte Bewusstsein als einen Bestandteil des ganzen Seins und diesen Teil kann ich nur relativ dem ganzen Sein gegenüberstellen. Aber nun kommt die Stelle, wo der Hammer hängt. Denn jetzt müssen wir von diesem Bewusstsein ja zunächst einmal in einer ganz naiven, ganz trivialen, leeren Form ausgehen. Wenn ein Mensch geboren wird, dann weiß er nichts von der Welt. Dann ist diese Welt leer. Unser Bewusstsein hat von diesem ganzen Sein nicht die leiseste Ahnung. Es muss sich das ganze Sein und darunter auch das Bewusstsein erschließen. Es muss Folgendes machen. Das Bewusstsein muss ein Bild erzeugen. Ein Bild vom ganzen Sein. Und das ist das ganze Sein, darunter das Bewusstsein. Wir haben mit dieser Anordnung erkannt, dass das Bewusstsein ein Teil des ganzen Seins ist. Bewusstsein ist Sein. Es ist in sich gegensätzlich. Und wenn wir diese Gegensätzlichkeit in sich darstellen wollten, könnten wir nun dieses Bewusstsein einfach beiseite legen. Wir hätten alles, was wir brauchten. Ich will Ihnen im Folgenden einen kleinen Versuch zeigen, mit dem man diese seltsame Logik, die infolge dieser inneren Gegensätzlichkeit entsteht, wunderschön demonstrieren kann.